Hallo zusammen, hier ist der Mittelstorm der Modellbahnhof. Was machen wir denn jetzt für eine Folge? Ich würde mal sagen, R2D2, der zweite Versuch, Baufolge 27 und 29. Nach 2 Wochen hat mich ein Paket von Fenhome erreicht. Ich hoffe, das ist die Reklamation von der Projektorplatine. Schauen wir mal rein, vielleicht. Habe ja auch nicht recht. Hopp. Und es hat geklappt. Es ist die richtige. Jetzt muss er nur noch ganz sein. Also ich habe erst telefoniert vor 2 Wochen einmal. Da war eine Kollegin dran, die hat dann mein Leid angehört und hat gesagt, schicken Sie uns noch mal ein Bild von dem Teil, was defekt ist und beschreiben Sie noch mal den Fehler. Ja, das Schöne war, nachdem ich aufgelegt habe, eine Viertelstunde später hatte ich eine E-Mail und da war das soweit schon mal erfasst, vorerfasst, Ticket nochmal vergeben und ich habe es dann ergänzt mit einem schönen Screenshot von der Platine, habe sogar noch ein kleines Filmchen dran gehangen, wie das Ergebnis ist, wenn ich es anmache und zwar ist das bloß so, ja, ein weißer Lichtkegel, mehr ist da nicht. Nach gut einer Woche kam keine Reaktion, weder E-Mail erhalten, noch ist in Arbeit, noch irgendwas. Dann habe ich noch mal angerufen, war eine andere Kollegin, habe ich die Ticketnummer zwar und Kundennummer preisgegeben, aber ich habe da noch mal alles erzählen müssen. Und sie hat sich dann erbarmt und gesagt, sie schickt mir dann umgehend so schnell wie möglich die Baufolge 27 zu. Das ist dann sozusagen hiermit erfolgt. Und ihr seid jetzt live dabei. Ganz vorsichtig. So, entweder das klappt oder naja. Ach, jetzt denkt mal wieder positiv. So, wie machen wir es denn am besten? Ich würde sagen, ich gucke, dass ich nur die Platine austausche. All die Linsen möchte ich jetzt nicht nochmal machen. So, Netzteil auf, weg damit. Platte raus. Nick, 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 nick. Ich bin echt gespannt wie ein Fuchs, wenn ihr soweit seid, wie es eure Platine geht. So, da draus Platine freigelegt. So, dann ist die noch wahrscheinlich hier. Nö, muss nichts weiter auseinanderbauen. Geht da so raus. Also am liebsten würde ich die Schutzfolien dran lassen. So, sehe ich hier einen Unterschied irgendwo schon mal? Irgendwas irgendwie. Irgendwas irgendwie. Mal gucken. Dö, dö, FD. FD. Könnt ihr mitgucken? Sieht eigentlich soweit alles gleich aus. Fabrikationsdatum sehe ich jetzt nicht. Irgendwas irgendwie auf der Platinenunter. Ne, einen Unterschied sehe ich jetzt auch nicht. Irgendwie. Na gut. Aber wollen wir mal. Ganz vorsichtig. Einmal Folie, zweimal Folie. So. Und dann genau gucken. Also, pass auf, pass auf, pass auf. Scheiße, schon wieder vergessen. Die Dinger müssen da oben sein. Na? Ah ja, die Anschlüsse müssen oben sein. Also kann die Platine so rein. So, dann führen wir das mal so ein. Zack, und kommt das dann da drauf. Zack, und die Stecker hier rein. So, jetzt nehme ich mal nur, ich schraube die Schrauben nur rein, nur damit die Platine hält. Also schraube die nicht fest rein. So, reicht. Schlabbert noch.
Nix, Blitz, Blitz, Blutz. So, das noch rein. Ja, muss natürlich aufpassen, dass er nicht mit dem Schraubenzieher mit richtig viel Druck hier über die Leiterplatte ratzt. Das war jetzt nur ein leichter Abrutscher. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ein Riss ist oder irgendwas. Ich sehe da nichts. Ich bin immer noch sehr entspannt. Nein. Pins, passt doch. Siehst du denn? So. Netzteil aus. So. Netzteil aus. Anschluss Drohne. So. Mehr gibt's auch nicht zu ersetzen. Ja, habe ich nicht. Die Schalter werden doch wohl okay sein. Jetzt machen wir bloß einen ganz groben Test. Mal ein Stück rausgehend. So. Und. Nein. Ist ja geil. Es hat sich gelohnt. Freunde, es hat sich gelohnt. Jetzt muss ich bloß noch einen richtigen Schalter finden. Ich glaube, ich habe Luke Skywalker gesehen. Das war jetzt keine Fata Morgana. Das war jetzt echt. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Weit aus. Ja, Aufregung ist groß. Ach, was bin ich denn damit? Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich Arm, Hand und Halt und alles. Ich will das Licht da noch ausmachen. Jo, so. Jetzt mal gucken, ob ich den Luke noch mal sehe. Ja, ist die Batterie schon wieder so schwach? Ist sie schon wieder so schwach? Ja, der Luke, der steht auf dem Kopf, aber... Ich mache nochmal neue Batterien rein. Moment. So, jetzt haben wir nochmal frisch geladene Akkus reingemacht. Und jetzt gucke ich nochmal, ob wir was hier hinkriegen. Ob ihr was sehen könnt. Mal ein bisschen ranzoomen. Also ich kann jetzt den Luke Skywalker sehen. Da hier so. Ja, und solltet ihr auch hinkriegen. Ansonsten na, müsstet ihr euch mal melden beim Support und die Folge 27 nochmal nachfordern. So, alles gut. Tag gerettet. Bin sau froh. Damit kann es weitergehen mit dem R2, D2, aber natürlich nur dann, wenn ich neue Folgen kriege. Aber naja, kann ja nicht mehr so lange dauern. Außerdem habe ich noch genug Munition. In dem Sinne, manchmal ist doch was defekt, kann passieren, ist nun mal so. Dann, ne, der Support hilft schon. Und wenn man nochmal nachhaken muss, ist soweit okay. In dem Sinne, schau ich es euer Metal Storm. Yes, we can. Bye. Schaut mal wieder rein übrigens, ne? Sehr schön.